Habt ihr empfehlt, Goldball seht ihr auf Hauptstadtsport.tv. Es ist auffallend ruhig in der Sporthalle der Mary Poppins Schule in Berlin-Gatow. Der Grund? Hier wird das JTFP-Bundesfinale im Goalball ausgetragen. Ein Spiel, für das es ein feines Gehör braucht, denn die Sportler sind sehbehindert. Damit alle die gleichen Voraussetzungen haben, werden die Augen der Spieler abgeklebt. Zusätzlich ist eine Dunkelbrille Pflicht. Max Suchetzki von der Karl-Tiefenberg-Schule in Düsseldorf spielt seit 3 Jahren Goalball und liebt den Sport vor allem aus einem Grund. Goalball ist so halt, ich finde, das macht am meisten Spaß, so wenn man genau, also wenn man das ja sozusagen Verein gemacht, also, und man hat halt Leute im Team, die genau das gleiche Problem haben, so wie einer selbst, und das ist einfach was Besonderes so. Gespielt wird auf einem Feld der Größe eines Volleyballfeldes. Zur Orientierung im Raum dienen den Spielern neben Bodenmarkierungen und dem Tor, das sich über die gesamte Spielfeldbreite erstreckt, nur der 1,25 Kilo schwere Klingelball. Erfunden wurde das Spiel übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland für die vielen Kriegsblinden. Inzwischen erfreut sich der paralympische Sport aber so großer internationaler Beliebtheit, dass auch hier bei JTFP die Wettkampfsprache Englisch ist. The fifth game of the day between Friedberg on my left hand side and Ilvesheim on my right hand side. Friedberg will start with the ball. Quiet please. Center. Zu dem Turnier der 6 Finalisten aus NRW, MacPom, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern ist auch der Jugendnationaltrainer Tobias Westweber gekommen, um hier vielleicht das eine oder andere Talent zu entdecken. Es gibt schon die einen oder anderen, die sehr, sehr gut spielen, die sehr, sehr viel Potenzial haben und die auch dementsprechend dann für die Jugend sehr, sehr gut sind. Die Entscheidung im Goalball steht erst für den zweiten Wettkampftag an. Doch wie lautet gleich das olympische Motto? Dabei sein ist alles.